Hallo zusammen und willkommen bei Toys and Fun. Ich bin der Spielzeugguru und heute werden wir diese 100 Wasserbomben von Zuru uns genau anschauen und testen. 100 Wasserbomben in 60 Sekunden. Ist da was dran? Besteht da ein Mythos? Ist das alles wahr oder ist es nur eine Lüge? Wir werden das heute alles testen. So, liebe Leute, bevor wir das Ganze testen, gucken wir uns erstmal alles hier an. So, das Ganze kann man hier irgendwo aufreißen. Irgendwo, nein, da kann man nicht, verdammt. Also, ganz nochmal zurück zum Luftballons. Wir haben hier das Ganze von Zuru, Bancho, Ballons, Bomb, bla bla bla. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, ist mir auch egal. So, irgendwo muss man das so aufreißen können. Gibt es hier keine Abziehhilfe oder sowas? Das ist doch blöd. Dann machen wir das ein bisschen anders. So, das Ganze haben wir jetzt hier gut aufgeschnitten. So. Wie wir schon sehen können, haben wir einmal, ups, oha, wir haben drei verschiedene Farben. Wir haben einmal hier blau, orange und grün. So sieht das Ganze aus. Das können wir, glaube ich, dann am Wasserhahn befestigen. Des Weiteren gibt es hier noch solche Aufsätze, die wir hier dann irgendwie betätigen können. Mal schauen. Ja, das ist eine Art Adapter. Und das ist für den Wasserschlauch draußen im Garten. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. So, aber das können wir wahrscheinlich schon gebrauchen. So, wie gesagt, wir haben hier einmal drei verschiedene Farben. Das finde ich toll. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir mal die Luftballons hier. Super, super. So, ich laufe mal zum Waschbecken und nehme euch mit. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sind jetzt wieder zurück am Waschbecken und wir werden das Ganze jetzt ausprobieren. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal die orangenen Luftballons zu testen. Und ich habe schon ein bisschen abgecheckt. Hier passt das nicht so gut rein und mit dem Adapter auch nicht. Hier ist leider kein Gewinde, wo ich hier reinschrauben kann. Deswegen versuche ich das Ganze hier erstmal festzuhalten und dann Wasser loszulassen. Des Weiteren werden wir die ganze Zeit natürlich auch die Zeit stoppen. Ich probiere es natürlich mir mit einer Hand zu machen oder es in die Kamera zu halten. Wir werden sehen. So, dann, das wird jetzt schwierig. Wie mache ich das jetzt? Wird schon. Wir machen dann mit Toleranzgrenze. Das wird schon passen. Auf geht's, würde ich sagen. Ja, wie ihr schon sehen könnt, es funktioniert nicht so gut. Aber so langsam füllen sich die Luftballons. Ich habe leider meinen Timer nicht starten können. Upsala, mein Handy muss da weg. Das funktioniert nicht so gut, würde ich sagen, oder? Wie ihr sehen könnt, läuft das hier oben alles raus. Ich setze die ganze Küche unter Wasser. Ich muss einmal das Ganze kurz stoppen. Ich habe nämlich warmes Wasser genommen und meine Hand verbrennt gerade. So. Dann tauschen wir das Ganze doch mal schnell. Und es füllt sich weiter. Das klappt nicht so gut. Wie ihr sehen könnt, die Luftballons fallen nicht runter, weil ich einfach nicht genug Wasser reinkriege und keinen Druck drauf habe. Und wenn ich das Ganze loslasse, läuft das ganze Wasser hier aus. Das ist blöd. Das soll es natürlich nicht sein. Deswegen werde ich es nochmal probieren. Ich werde einfach mal den Adapter hier drauf schrauben. Nein, das klappt auch nicht. Nicht so gut. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Ne, klappt nicht so gut. Ich setze die ganze Küche unter Wasser. Ich muss die mal so alle rauszippeln.
Also ich muss sagen, das war jetzt nicht so gut. Es sind hier noch einige Luftballons dran geblieben. Ich habe die jetzt erstmal so abgezogen. Also hier am Waschbecken funktioniert es nicht so gut. Man müsste schon wirklich im Garten was machen, beziehungsweise irgendwas finden, was auch ein Ventil hat, wo man es so reinschrauben kann. Das ganze Wasser ist mir rausgespritzt und war nicht so toll. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal gleich im Wasser wischen, sonst ist echt blöd. Aber ansonsten, die sind sehr, das sieht sehr gut aus. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man es richtig macht, dass es auch gut funktionieren wird. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier ein paar Luftballons und das ging eigentlich relativ schnell, anstatt die dann einzeln zu machen. Also von daher finde ich schon gut. Ich probiere es jetzt nochmal mit den restlichen Luftballons. Hier ist noch ein bisschen Wasser drin. Mal schauen, ob ich es nochmal gefüllt kriege. Wie ihr schon sehen könnt, die Luftballons, die hier draußen sind, da kommt das Wasser auch schon hier raus. Die anderen Luftballons füllen sich nicht wirklich. Das ist blöd. Leider nicht. Das heißt, die restlichen Luftballons sind verloren. Das war definitiv ein Fail. Ich habe aber zum Glück hier noch zwei Stück. Aber ich werde das wahrscheinlich nicht mit Wasser füllen. In den nächsten Videos werde ich das dann mit Slime füllen. Darauf habe ich Lust. Freunde, kommen wir jetzt zu meinem Fazit mit den 100 Luftballons, Wasserluftballons. Also ich muss sagen, wenn man es richtig anwendet, ist es eigentlich schon ganz schön cool. Aber hier habe ich es leider falsch gemacht. Genau so solltet ihr es nicht machen. Also liebe Freunde, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ruhig ein Däumchen nach oben. Wenn nicht, dann ist es traurig. Aber sonst abonniert unseren Kanal, das ist alles kostenlos. Bis zu den nächsten Videos. Tschüss!